Moin Moin und guten Tag, mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy und herzlich willkommen zu den Cashflow Days und zu meinem Vortrag. Ganz kurz zum Ablauf, ich werde mich selbst kurz vorstellen, dann werde ich eine Einordnung meines Themas Social Media Marketing, Automatisierung ja oder nein in ein Gesamtkonzept vorstellen und dann werde ich eben konkret in der Praxis ein paar Tipps Ihnen geben, wie Sie Social Media Marketing für sich vereinfachen können. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist wie gesagt Dr. Reinhard Goy, Doc Goy und ich bin Tierarzt von Beruf, mache also Internetmarketing nach wie vor nebenberuflich und das ist der Grund, warum ich mich für Automatisierung interessiere, denn mein Hauptproblem ist die Zeit. Ich muss meine Zeit einfach gut einteilen und da macht es Sinn, einige routinemäßige Abläufe automatisch ablaufen zu lassen. Ich betreibe eine Kleintierpraxis, habe selbst 5 Katzen, 3 Kinder und eine Frau, mache Network Marketing seit 1998 in etwa und Internet Marketing seit 2008. Wohnhaft bin ich in Großgussborn in einem Landkreis Lüchow-Dannenberg, der nordöstlichste Zipfel von Niedersachsen, im Vierländereck zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und eben Niedersachsen. Und es ist eins der dünn besiedelsten Ecken in Deutschland. Und das ist der zweite Grund, warum ich mich mit Internetmarketing beschäftige, denn hier vor Ort gibt es einfach zu wenig Menschen, um direkt, also vis-à-vis, irgendetwas zu verkaufen. Und deswegen bin ich aufs Internet ausgewichen, denn dort gibt es einfach viel mehr Menschen. Ich selbst bin Jahrgang 65 und als Norddeutscher ist mein Arbeitsmotto pragmatisch, praktisch, gut. Ansonsten der kurze Hinweis, ist natürlich alles urheberrechtlich geschützt und wenn irgendwelche Namen genannt werden wie Facebook oder Google, liegen die natürlich in deren Copyright. So, fangen wir an mit der Vorstellung des Themas und einer Einordnung. Mein spezielles Thema Automatisierung im Social Media Marketing Bereich ist wirklich nur die Spitze des Eisberges und davon auch nur ein klitzekleiner Teil. Das Große, das Gros, was Ihre Tätigkeit im Internet Marketing betrifft, ist die Vorbereitung. Zu schauen, wer ist Ihre Zielgruppe. Natürlich die Produkte vorbereiten, die Seiten erstellen. Monitoring, Keyword-Analyse, SEO und alle solche Sachen, das muss vorher schon erledigt sein, bevor Sie sich mit so einem Thema wie Automatisierung im Social-Media-Marketing-Bereich beschäftigen. Auch wenn ich heute am dritten Tag meinen Vortrag halte, so ist es trotzdem eher vom Niveau her etwas für Anfänger, denn ich lege Wert darauf, Ihnen etwas zu zeigen, was wirklich funktioniert, was ich selbst nutze, was aber auch keine unnötigen Kosten hervorruft. Die meisten Tools, die ich Ihnen im praktischen Teil zeige, sind tatsächlich kostenfrei. Eins meiner Lieblingsbilder ist hier der Verkaufsfunnel oder der Verkaufstrichter. Die KMVK-Formel kennen, mögen, vertrauen und dann erst wird gekauft. Und die Automatisierung befindet sich hauptsächlich in dem Bereich Kennen und Mögen. Dort können Sie etwas von Programmen machen lassen. Je näher der Verkauf rückt oder je näher Sie dem Kunden kommen, desto mehr muss natürlich ein persönlicher Austausch stattfinden und desto weniger ist Automatisierung sinnvoll. Auch wenn der Verkaufstrichter heutzutage etwas komplizierter ist und nicht mehr so eine strikte lineare Struktur hat, weil eben der Austausch und die Kommunikation der Kunden untereinander durch die sozialen Medien, durch Empfehlungen, durch Bewerten, durch Kommentieren, durch Teilen, durch Liken ein ganz anderer geworden ist. Letztendlich sind diese 4 Schritte aber immer noch da. Man muss erstmal wissen, dass es sie gibt. Das ist der Hauptschritt, dass Traffic-Besucher auf Ihr Angebot überhaupt aufmerksam werden. Und das sind auch die Hauptgründe, warum Social Media Marketing eingesetzt wird, um die eigene Bekanntheit zu steigern, um neue Kunden zu gewinnen und um letztendlich später auch Beziehungen zu den Kunden zu pflegen. Und auf dieser Folie geht es eben um die Barrieren oder um die möglichen Ängste, Social Media Marketing zu nutzen, dass es letztendlich ein großer Zeitaufwand ist. Und hier zeige ich Ihnen eben Möglichkeiten, diesen ein wenig zu minimieren. Wenn Sie mit einer Seite ins Internet gehen und etwas zu verkaufen haben, stehen Sie mit 1,5 Milliarden anderen Internetseiten im direkten Konkurrenzverhältnis. Der User, der Interessent, kann nur eine Seite gleichzeitig betrachten und wenn er nicht auf Ihrer Seite ist, ist er auf irgendeiner anderen Seite. Also reicht es nicht, so wie früher vielleicht irgendwo ein Schild an die Straße zu
nageln und dann auf Laufkundschaft hoffen, so wie hier in der Winkelkasse, irgendwo ganz hinten, da kommt niemand vorbei. Sie müssen schon dafür sorgen, dass Sie bekannt sind wie ein bunter Hund, leuchtreklamemäßig, dass Sie überall gefunden werden, dass Sie bei Twitter, bei Facebook, bei Google+, bei LinkedIn, bei YouTube zumindest überall einen Account haben, damit man, wenn man Ihren Namen googelt, Sie auch überall findet. Hinterlassen Sie Ihre Fußspuren und fangen Sie an, wie hier zum Beispiel auf diesem Schaubild gezeigt, und melden Sie sich bei all den Hunderten von Seiten an, die hier stehen. Da haben Sie genügend mit zu tun. Ganz kurz noch zur Begrifflichkeit, weil ich das ab und zu mal verwende. Wenn ich Traffic meine, meine ich einfach Klicks auf Ihre Seite. Ich meine auch das gleiche wie Besucher oder Interessenten. Und wenn ich von einer Leadpage rede, dann ist es eine Opt-in-Seite, eine Seite, wo andere sich in Ihr Formular eintragen können, damit Sie Ihre E-Mail-Liste vergrößern. Während die Zielseite ist die Verkaufsseite, die Money-Seite, die Ihnen letztendlich das Geld bringt. Und Leads sind eben Einträge in eine E-Mail-Liste. Ich sehe Social Media Marketing auf der einen Seite und eben bezahlte Traffic, Pay-Per-View, Pay-Per-Click, Pay-Per-Lead auf der anderen Seite. Für Social Media Marketing müssen Sie letztendlich außer Zeit kein Geld aufwenden. Und das sind für Selbstständige oder wenn man anfängt im Internet Marketing tätig zu sein, eben die Hauptknackpunkte: Zeit und Geld. Wenn Sie sowohl Zeit als auch Geld haben, dann können Sie es entweder delegieren oder aus Spaß einfach selbst machen. Wenn Sie Geld haben und keine Zeit haben, dann müssen Sie es automatisieren oder Sie können es delegieren, von irgendjemand anderem machen lassen. Wenn Sie viel Zeit und kein Geld haben, dann müssen Sie es eben selber machen. Und wenn Sie weder Zeit noch Geld haben, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Dann ist es ein echtes Dilemma. Und hier einmal eine Wichtung, wo man automatisieren kann und wo man es eben nicht machen sollte. Ich sehe, dass man bei im RSS-Feed natürlich oder bei Twitter und YouTube kann man einiges automatisieren, je näher es natürlich an den Kunden geht. Ein Blogartikel schreiben oder ein Skype-Telefonat führen ist natürlich zeitaufwendiger und letztendlich auch kaum zu automatisieren. Entscheidend ist auch, was Sie letztendlich verkaufen wollen. Je digitaler und je günstiger ein Produkt ist, desto mehr sollten und können Sie automatisieren. Wenn Sie ein Auto verkaufen, individuelle Küchen oder eine 70-Millionen-Villa, dann macht es wenig Sinn, über Social Media Marketing automatische Tools zu nutzen, um Kunden zu finden. Also auch dort muss man sehen, ist es ein individuelles Geschäft, sehr hochwertige, sehr teure Produkte, ein Coaching für 3, 4, 5, 6.000 Euro, würde ich jetzt nicht mit automatisierten Tweets mitarbeiten. Aber um überhaupt erstmal aufmerksam zu machen, dass Sie ein Coach sind, denn Sie wissen ja nicht, wer letztendlich später Ihr Kunde sein könnte, macht Automatisierung dann durchaus Sinn. Also erstmal ein E-Book schreiben, erstmal in die E-Mail-Liste eintragen lassen und dann daraus die letztendlichen Kunden, die auch bereit sind, mehr dafür zu bezahlen, herausfiltern. Das soll es jetzt gewesen sein für den ersten Teil, für die Vorstellung und Einordnung in den ganzen Komplex. Und damit kommen wir jetzt zur tatsächlichen Praxis. Und dass das Ganze auch funktioniert, was ich Ihnen hier erzähle, wollte ich Ihnen einmal nur kurz zeigen an meiner eigenen Tierarztpraxis. Wenn man irgendwas googelt mit Notdienst und Tierarzt und irgendeine Stadt oder ein Ort in Lüchow-Dannenmärch, dann sind 5 der Einträge führen zu meiner Seite von meiner Tierarztpraxis und damit dominiere ich sozusagen fast die Google-Suche. Man kommt halt immer auf irgendwelche Seiten, sei es nur eine Facebook-Seite, Google-Seite oder ein Blogbeitrag oder direkt auf meine Internetseite. Ich persönlich lege nicht den allergrößten Wert auf SEO, sondern für mich sage ich einfach, ich versuche Google durch Menge und durch Masse zu überzeugen und letztendlich zu erschlagen. Und wenn Sie dann schon anfangen, für Ihre Tierarztpraxis, für Ihr Geschäft Profile zu erstellen, bei Facebook oder bei Crossing, dann bitte füllen Sie es auch einigermaßen vollständig aus. Es ist nichts peinlicher, wenn man irgendwo ein Profil hat und nicht mal ein Bild, nicht mal ein Header, nicht mal eine Angabe, was Sie machen oder ein Link auf Ihrer Seite da ist. Dann können Sie es auch wirklich sparen. Hier nur 2 Beispiele von Tierarztkollegen von mir, wo letztlich nichts draufsteht und wenn man das gefunden hat, ist man eher ratloser, als wenn man die Seite gar nicht gefunden hätte. Entscheiden Sie sich, ob Sie Ihr Geschäft promoten oder sich selbst. Hier zum Beispiel bei Facebook habe ich an die 5000 Freunde mit einem schönen Landschaftsbild dort, wo ich wohne. Das ist das private Facebook-Profil.
Dann gibt es eine Facebook-Fanseite und Facebook-Gruppen und jeweils sind das auch über 1000 Mitglieder, die ich dort habe. Also das läppert sich dann eben schon, wenn man allein von Facebook die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Und wenn man jetzt noch Instagram und WhatsApp auch noch mit da subsumiert, dann hat man allein über dieses Unternehmen schon eine große Möglichkeit, Reichweite zu erzeugen. Natürlich sollte man auch auf den anderen Netzwerken vorhanden sein, bei Google Plus zum Beispiel oder oben rechts bei Pinterest, bei LinkedIn, bei Crossing. Einen eigenen Blog betreiben macht immer Sinn, denn eine direkte Werbung in den sozialen Netzwerken gezielt auf eine Verkaufsseite wird immer ungern gesehen. Wenn Sie aber einen Blogartikel darüber schreiben und in dem Blogartikel dann ganz aus Versehen dann einen Link zu Ihrer Verkaufsseite posten oder mit einarbeiten, dann ist das etwas anderes. Dann ist das erstmal ein Fachartikel, dann sind das Inhalte, dann ist das Mehrwert und dann wird sozusagen Werbung auch toleriert, als wenn Sie ganz gezielt auf Facebook immer nur einen Link oder einen Affiliate-Link oder einen Verkaufslink posten. Das wird dann schnell gesperrt, geblockt oder man schaut da nicht mehr hin. Auch auf meinem YouTube-Kanal ist einiges los. Allerdings habe ich jetzt da so um die 200.000 Besucher oder Videos, die angeschaut worden sind von mir, auf die letzten paar Jahre gesehen. Also so ein virales Video, wo man 1 Million Besucher innerhalb von 3 Tagen kriegt, das ist sicherlich auch eine große Kunst. Manchmal ist es eben aber auch Zufall. Angefangen habe ich mit Twitter. Leider Gottes hat sich das in Deutschland nicht so durchgesetzt wie in Amerika zum Beispiel. Es ist immer noch so ein kleines Nischendasein und früher gab es auch wesentlich bessere Automatisierungstools für Twitter, sodass ich es also geschafft habe, hier 130.000, 40.000 oder 16.000 Follower auf meinem Kanal aufzubauen. Dazu aber gleich noch mehr. Die Zahlen an sich sagen noch nicht wirklich viel über die Reichweite aus. Gerade bei Twitter müssen Sie wissen, dass einfach 20% derjenigen, die Ihnen folgen, nie wieder in Ihr Twitter-Profil reinschauen. Das sind sozusagen hier 20% tote Profile. Dann gibt es 50% lazy, also welche, die ab und an mal da reinschauen, aber weder was posten, noch was liken, noch irgendwas machen. Und es gibt nur 5% von Twitter-Profilen, die tatsächlich auch aktiv etwas posten. Und wenn Sie zu diesen 5% gehören, die ab und an mal einen Link über Facebook oder über Twitter auch teilen, dann gehören Sie halt schon zu einer Minderheit und das steigert Ihre Aufmerksamkeit schon erheblich, als wenn Sie nur ein Profil haben. Und meine Strategie, noch einmal erklärt, geht immer davon aus, erst einmal die Masse auf sich, auf das Profil, auf das Angebot aufmerksam machen und aus dieser Masse dann später gezielt Kunden herauszufiltern. Es muss überhaupt erst einmal klar sein, dass es sie gibt, dass sie eine Internetseite haben, dass sie ein Facebook-Profil haben, dass man auf sie, ihr Angebot, ihre Persönlichkeit, ihr Verkaufsprodukt erst einmal aufmerksam wird. Und die hohe Kunst ist es dann nachher, aus den passiven Betrachtern ihrer Seite engagierte Leser oder engagierte Follower zu erreichen. Also erst einmal haben Sie diese passive Reichweite von in meinem Fall eben 100.000 Leuten. Dann ist vielleicht 1 zu 1.000, also 1 Promille, der auch tatsächlich etwas klickt. Und davon sind nur wenige, die meinen Tweet weiterteilen, also ein Replay machen oder einen Retweet. Und wenn man Glück hat, erreicht man sogar eine virale Komponente, dass dieser Tweet so witzig oder so gut oder das Angebot so toll war, dass es weiter geteilt wird und sich dann viral in Twitter verbreitet. Bei Facebook wären es dann vielleicht die Likes oder die Kommentare. Wenn Sie 5.000 Freunde bei Facebook haben, kriegen Sie vielleicht maximal auf ein tolles Bild oder so weiter 10 oder 20 Kommentare. Das ist einfach so. Wenn man mit der Masse zu tun hat und sich auf diesen Weg begibt, dann muss man da sehen, dass man viele Abstriche machen muss von den einzelnen Zahlen. Dafür muss man dann vielleicht öfter mal einen Tweet oder einen Post schreiben, dann gleicht sich das schon wieder aus. Das Ziel von Social Media und von Automatisierung ist letztendlich nicht direkt auf die Verkaufsseite zu leiten, sondern indirekt entweder über einen Blog und dann dort etwas über einen Text zu verkaufen oder auf eine Opt-in-Seite, auf eine Lead-Seite zu leiten und dann über E-Mail-Marketing das Vertrauen aufzubauen und dann die Verkaufsprodukte im Nachgang vorzustellen.
Also noch einmal, viele Follower, viele Fans, viele Kontakte, viele Mitglieder über Social Media, dann den Blog, dann auf die Zielseite oder eben auf die verschiedenen Opt-in-Seiten, die Sie haben, mit den verschiedenen Angeboten, hier ein E-Book, da eine Videoschulung, hier irgendwas kostenlos, und dann haben Sie das alles gesammelt in Ihrem Autoresponder und dann fangen Sie erst mit dem Marketing an und stellen sich vor, bieten weiterhin kostenlosen Content, führt zu Vertrauen, führt allerdings auch zu einer Bringschuld oder zu einer Nehmschuld. Wenn jemand so viel Kostenloses von Ihnen schon bekommen hat, gerät er psychologisch unter Druck und möchte Ihnen auch irgendwann mal etwas Gutes tun und kauft dann auch eins von den Produkten, die Sie anbieten. Neben der Aufforderung, Ihr Profil wenigstens einmal ausführlich erstellt zu haben, mit Bild und mit Text und mit Links, müssen Sie, wenn Sie mit Social Media Marketing anfangen, auch auf gewissen Portalen einfach täglich aktiv etwas machen und auch dort reinschauen. Also zumindest bei Twitter, Facebook sollten Sie täglich etwas machen, bei Xing, Google oder einem Blogbeitrag vielleicht einmal in der Woche und je nachdem, wo Ihr Marketing läuft, YouTube, LinkedIn, Pinterest, vielleicht einmal im Monat raufschauen. Hängt natürlich davon ab, wo Ihre Zielgruppe ist. Suchen Sie sich unter diesen ganzen Kanälen, wenn Sie es so wie ich nebenberuflich oder alleine machen, einen oder zwei aus, wo Ihre Kunden sind. Es nutzt nichts, wenn, so wie bei mir, mir Twitter am besten gefällt und ich alle meine Energie in Twitter setze, meine Kunden aber gerne Bilder oder Videos auf YouTube gucken und ich YouTube außen vor lasse. Schauen Sie, wo kriegen Sie die größte Resonanz, wo kriegen Sie die meisten Kunden her und auf dieses soziale Netzwerk konzentrieren Sie sich mit Ihrer Promotion-Tätigkeit und die anderen lassen Sie einfach nebenbei mitlaufen. Nicht vergessen, ab und zu auch aktualisieren, aber konzentrieren Sie sich auf das, wo Ihre Kunden sind. Denn das ist letztendlich die Anwendung des Pareto-Prinzips. Machen Sie das, wo Sie mit 20% Zeitaufwand 80% Ergebnisse erzielen und lassen Sie das weg, wo Sie mit viel Zeitaufwand nur relativ wenig konkrete Ergebnisse erreichen. Und hier nur noch einmal erwähnt die Conversion-Rate, also wenn Sie einen Post schreiben bei Twitter oder auch bei Facebook, ist die Interaktion maximal vielleicht bei 1 zu 1000 und wenn Sie Werbung posten direkt, dann sollte es höchstens jeder 10. Tweet oder jeder 10. Post bei Facebook sein oder auf den anderen Netzwerken 1 zu 10, das wird so toleriert. Aber wenn Sie eben nur Verkaufslinks posten, dann wird Ihr Kanal, egal auf welchem Medium das ist, uninteressant und man schaut eh nicht mehr rein. Und damit kommen wir jetzt schon zu den konkreten Programmen, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Mein Hauptprogramm, mein Lieblingsprogramm ist Hootsuite und zwar tatsächlich in der kostenlosen Version. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob Sie heute auch noch 5 Profile dort kostenlos betreiben können. Zu meiner Zeit ging das noch. Ich kann 5 soziale Netzwerke parallel mit einem einzigen Tool sowohl schauen, was ich gesendet habe, sowohl etwas schreiben, als auch schauen, wer mir etwas geschrieben hat, wer darauf reagiert hat. Das kann ich auf einer einzigen Oberfläche über Hootsuite 5 soziale Netzwerke parallel managen, ohne jeweils mich in die ganzen einzelnen selber immer jeden Tag einwählen zu müssen. Ein zweites Problem ist, wenn Sie schon selber etwas haben, was Sie verkaufen wollen und ich sagte, nur jeder 10. Post sollte vielleicht tatsächlich einen Link auf eine Verkaufsseite beinhalten, dann müssen Sie ja 9 Posts mit Inhalten füllen, die nicht Eigenwerbung sind. Und das kann man teilweise automatisieren, zum Beispiel über den RSS-Feed, den man direkt bei Hootsuite eintragen kann. Sie können sich hier eine Seite aussuchen und sagen, ich möchte, dass am Tag so und so viele Tweets automatisch gesendet werden von diesem RSS-Feed und das kann dann eben eine bekannte Internetseite sein von einem Magazin oder von irgendetwas anderem, das zu Ihrem Thema passt. Letztlich nenne ich das intern für mich immer, Sie klauen den Content von anderen und posten dann zwischendurch Ihre eigene Werbebotschaft. Mein Lieblingsgimmick bei Hootsuite ist allerdings das kleine Hootlet. Das ist eine App, mit der Sie Seiten, die Sie besucht haben, sofort
automatisiert mit einem einzigen Klick teilen können. Stellen Sie sich vor, Sie beschäftigen sich gerade mit dem Thema Bitcoin und haben vielleicht auch irgendetwas anzubieten. Dann gehen Sie auf eine Seite von der Frankfurter Allgemeine, wo ein Artikel über Bitcoins gerade ist. Dann klicken Sie auf das kleine Hootlet und es taucht so ein Feld auf. Dort können Sie die Netzwerke wählen, auf die es später gepostet wird. Es ist die Überschrift, es wird automatisch der Link verkürzt und mit einem Klick können Sie dann diesen Fachartikel über Facebook, Google+, Twitter teilen und Sie sehen, 500 Mal ist er dann angeklickt worden. Und wenn Sie es dann noch irgendwie schaffen, über ein Zusatztool auf dieser Seite, die zum Beispiel eben der Frankfurter Allgemeine gehört, Ihre Werbung zu platzieren in Form eines Pop-Ups, in Form eines Banners, der eingeblendet wird oder eines Exit-Pop-Ups, dann teilen Sie einen seriösen Artikel mit wirklich interessanten, Mehrwert bietendem Inhalt und haben trotzdem dort Ihre Werbung platziert. Und so sieht das dann bei Hootsuite, der Versandplan zum Beispiel aus. Ich plane das über Wochen hinweg, dass ich mir Artikel suche, die ich teilen möchte und dazwischendurch sind dann immer mal wieder meine Verweise und zwar nicht Verweise direkt auf die Verkaufsseite, sondern auf Blogartikel. Man kann so einen Blogartikel ruhig, wenn man einen geschrieben hat mit einem interessanten Inhalt, den kann man ruhig täglich zu verschiedenen Zeiten immer mal wieder vorstellen. Denn natürlich ist nicht jeder online und liest es gerade. Und so kann man am ersten Tag um 8 Uhr, am zweiten Tag, am nächsten Tag dann um 12 Uhr, am übernächsten Tag nachmittags und am fünften Tag dann abends noch einmal denselben Blogartikel über Hootsuite automatisiert an das Konglomerat von Social-Media-Seiten, die Sie über Hootsuite verwalten, teilen, sodass der Content dann öfter auftaucht und dann auch von mehreren Leuten einfach gesehen wird. Neben Hootsuite gibt es noch andere Tools, die das ähnlich machen, wie Buffer oder Deliverit oder Edgar. Ich persönlich, auch wenn die Tabelle hier anders aussieht, bevorzuge Hootsuite, aber schauen Sie sich diese anderen Programme an. Das ist eine große Möglichkeit, Automatisierung in Ihren täglichen Ablauf zu integrieren, ohne dass es unangenehm auffällt. An dieser Stelle übrigens der Hinweis, habe ich vorhin vergessen. Am Ende werde ich Ihnen eine Internetseite zeigen und dort können Sie sowohl die Folien als auch ein zusätzliches kleines E-Book zu den Themen und mit den ganzen Links, die ich hier vorstelle, herunterladen. Sie brauchen also letztendlich nichts mitzuschreiben, sondern das bekommen Sie alles als Booklet am Ende nach diesem Vortrag. Ein zweites Automatisierungsprogramm, zurzeit auch noch komplett kostenlos, nennt sich IFTTT, If This Then That. Wenn dieses hier passiert, dann passiert automatisch etwas anderes. Und dieses ist so umfangreich und Sie können es auch so gezielt für sich nutzen und einrichten, dass ich hier wirklich nur auf einen kleinen Teil eingehe. Es gibt grundsätzlich Quellen, die Sie nutzen können, wenn auf diesen Seiten irgendetwas passiert und dann richten Sie ein, was dann auf anderen Seiten auch automatisch passiert. Im konkreten Beispiel zum Beispiel hier, wenn ein Blogartikel von mir geschrieben wird, dann soll automatisch eine Statusnachricht auf einer Fanseite bei Facebook gepostet werden. Das ist komplett automatisch. Ich schreibe einen Blogartikel, drücke auf Veröffentlichen und 5 Minuten später wird das auf verschiedene Twitter-Kanäle, auf verschiedene Facebook-Fanseiten gepostet, dass ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Das können Sie über IFTTT komplett automatisiert einrichten. Und Sie können auch komplette Nachrichtenketten über IFTTT einrichten. Das habe ich hier auf der rechten Seite. Ich habe einen Post geschrieben, also einen Blogpost geschrieben und der wird dann automatisch auf meinem einen Twitter-Account veröffentlicht. Und dann habe ich hier so ein kleines App geschrieben. Wenn es auf diesem Twitter-Account einen neuen Post gibt, dann postet den automatisch auch auf den anderen Twitter-Account. Es besteht ja immer die Frage, ob es sich lohnt, für verschiedene Projekte einzelne Fanseiten einzurichten, einzelne Twitter-Accounts einzurichten. Also das alles ganz gezielt immer nur für ein Projekt zu machen.
Das können Sie machen, wenn Sie extrem viel Zeit haben und die auch individuell betreiben. Es macht allerdings auch durchaus Sinn, Sie haben einen Hauptaccount und dort wird alles veröffentlicht. Oder Sie haben eben einen Hauptaccount, dort wird vieles veröffentlicht und dann haben Sie zusätzlich noch spezielle Twitter-Kanäle oder spezielle Fanseiten, die aber dann automatisiert mit versorgt werden. Unten links zum Beispiel. Wenn ich ein Video hochgeladen habe, wird das automatisch auf meinem Tumblr-Blog veröffentlicht. Bei Tumblr, ich persönlich gucke da kaum rein. Der wird komplett automatisiert von mir mit versorgt. Und da habe ich auch einige Follower, die das vielleicht lesen, vielleicht auch nicht. Ist mir letztendlich egal. Ich bin vertreten auf Tumblr. Das war mal moderner, ist jetzt gar nicht mehr so modern. Aber die Automatisierung ist eingerichtet und damit wird er auch mit versorgt. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Bild bei Pinterest habe, geht es automatisch zu Tumblr. Beim einen Twitter-Account habe ich zum Beispiel eingerichtet, dass jeden Morgen um 7:39 Uhr gesagt wird: Guten Morgen, hier ist Doc Goy, ich wünsche Ihnen das Tollste an diesem Tag, es ist 7:39 Uhr. Habe ich einfach mal ausprobiert, macht vielleicht keinen Sinn, aber auch das ist möglich, dass zu einer bestimmten Tageszeit jeden Tag ein gleicher Post automatisiert über IFTTT gesendet wird. Ich persönlich habe zwar auch einen WordPress-Blog, also mehrere sogar, aber ich nutze lieber Blogspot oder Blogger. Das ist das Blogging-System von Google. Dort komme ich mit dem Editor prima klar. Dort schreibe ich wirklich innerhalb von 5 Minuten neuen Artikel mit Video einfügen und allen möglichen Sachen. Bei WordPress ist mir das ziemlich kompliziert. Da gibt es diese ganzen Zusatzmodule und die konkurrieren dann miteinander und dann funktioniert das nicht. Und außerdem die Editors, die ich nutze, es sieht nachher im Post nie so aus, wie es in der Ansicht bei mir ausgesehen hat. Ich persönlich bevorzuge einfach Blogger, aber ich möchte meinen WordPress-Blog trotzdem weiter betreiben und dann habe ich das hier eingerichtet. Wenn ich etwas auf Blogger veröffentlicht habe, dann veröffentliche es bitte auch automatisch auf meinem WordPress-Blog. Auch das ist locker möglich über IFTTT. So, die Zeit schreitet voran, deswegen konkretes Beispiel. Hier ist Focus Online. Dort gibt es einen RSS-Feed. Diesen kopiere ich mir raus, dann setze ich diesen bei IFTTT ein und dort sage ich, fünfmal am Tag, wenn ein neuer Post auf Focus Online gepostet wird, dann mache bitte auch einen Post auf meinem Twitter-Profil. So habe ich schon mal 5 Content-Artikel und dazwischendurch kann ich dann meine Eigenwerbung platzieren. Das geht komplett automatisiert. Ich klaue den Content von Focus, veröffentliche den passend vielleicht, wenn man kann sogar wählen, welche Themen oder was bei Focus Online ich dann nutzen will. Wenn ich den RSS-Feed irgendwo finde, dann wird das automatisch mehrmals am Tag auf meinem Twitter-Account veröffentlicht. Focus sollte das nicht stören. Die freuen sich, wenn sie eine größere Reichweite haben. Und ich habe Content-Artikel für meine Leser. Dann fällt das nicht so auf, wenn ich zwischendurch auch mal Werbung schreibe. Und wenn Sie schon Ihre ganzen Accounts eingerichtet haben und wenn Sie Social Media Marketing betreiben, dann vergessen Sie nicht, auf Ihren eigenen Seiten auch überall solche Share-Buttons zu installieren. Da gibt es einige Systeme, die können Sie mit einem ganz kurzen Skriptcode überall einfügen oder hier rechts bei WordPress zum Beispiel, bei dem Theme, was ich nutze, auch mit einem Klick kann man das unten einfügen, damit meine Seite geteilt wird. Sie sollten dann auf Ihrem Blog und auf Ihren anderen Seiten sowohl Ihren Interessenten die Möglichkeit geben, diese Seite sofort zu teilen und trotzdem auch ein Hinweis, dass sie selbst bei Google, Facebook oder Twitter vertreten sind, dass man auch auf diesen Seiten ihre eigenen Social Media Accounts auch findet und dort weiterschauen kann, was sie sonst vielleicht noch so im Angebot haben. Und zu diesen Share Buttons gibt es zum Beispiel das Angebot von Share This oder von Add This, sind zwei Systeme, die beide kostenlos sind und die man nutzen kann. Ich nutze das von Share This, da kann ich dann die Reihenfolge selber mir aussuchen und es ist eben auch Xing mit dabei, was in vielen amerikanischen Programmen gar nicht mit aufgeführt ist. Als nächste Automatisierungsmöglichkeit gibt es zum Beispiel so etwas wie Paperly oder
Tweeted Times. Dort können Sie als Content Curation Ihre Blogartikel und Ihre Posts auf einer Seite mit anderen von den ausgewählten Artikeln zusammenfassen. Und das ist wirklich schön übersichtlich, sieht gut aus, so morgens am Frühstückstisch die Times durchblättern oder eben einmal bei Tweeted Times von Ihnen rein. Auch eine Möglichkeit, Ihren Content weiter zu verteilen und Ihre Reichweite zu erhöhen. Hier als Übersicht, es gibt natürlich einen Unterschied, wie oft es gesellschaftlich akzeptiert wird, dass Neuerungen gepostet werden. Und das ist eben einfach so bei Twitter, 5-mal am Tag mindestens, ist völlig in Ordnung. Bei Facebook vielleicht 2-mal am Tag, bei Google sagt man 3-mal am Tag, bei Xing, LinkedIn 1-mal am Tag einen neuen Post und Instagram liegt somit 4-mal am Tag. Das sind so die tolerierten bzw. die vorgeschlagenen Anzahlen an Posts pro Tag, damit das auch Sinn macht, wenn Sie diese Tools oder diese sozialen Netzwerke nutzen. Das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Hier unten ist der Link, den finden Sie dann nachher auch im Skript. Es gibt halt einfach auch bestimmte Zeiten, wo die höchste Interaktion ist. Schauen Sie sich das an. Das ist halt statistisch ausgewertet. Man kann sich danach richten oder man kann einfach jeden Tag zu jeder Tageszeit immer drauf losposten. Und hier nochmal eine Tabelle mit einer Übersicht, was wo gepostet wird, was genutzt werden kann, wo Hashtags funktionieren und wo keine Hashtags funktionieren. Xing schneidet da relativ schlecht ab, aber trotzdem sollte man das im deutschen Sprachraum nicht vernachlässigen. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile von der Automatisierung. Sie dürfen es nicht überautomatisieren oder einen Kurzschlusskreislauf machen, so wie ich das auch schon mal gemacht habe. Ich habe einen Twitter-Account mit einem Facebook-Account kombiniert, das kann man bei Twitter einstellen, dass automatisch, was getweetet wird, auch bei Facebook erscheint. Und dann habe ich über IFTTT eingerichtet, dass das, was bei Facebook erscheint, automatisch in einem Twitter-Account erscheint und von diesem Twitter-Account zu dem nächsten. Und so hatte ich eine Kurzschlussschleife, dass letztendlich dieser eine Tweet über mehrere Stationen immer wieder getweetet wurde und bei Facebook dauernd wieder gezeigt wurde. Und da muss man dann sehen, wo ist die Automatisierungskette, wo muss man das unterbrechen, damit es dann nicht so eine Kurzschlussschaltung gibt. Man sollte es nicht übertreiben, man soll sehen oder Sie müssen entscheiden, wo ist es wichtig, wo können Sie Automatisierung einsetzen und wo ist es einfach zwingend erforderlich, dass Sie persönlich vor Ort eingreifen, dass Sie kontrollieren, dass Sie etwas Persönliches posten oder dass Sie eben auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und jemanden anrufen oder ein Skype-Gespräch führen. Und auch das will ich nicht außen vor lassen. Es gibt bei der Automatisierung auch Nachteile. Hier habe ich einen Zeitungsartikel von T-Online geteilt über einen WordPress-Account automatisiert. Da wurde dann dieses Foto angezeigt auf diesem Blogartikel, komplett automatisiert. Dummerweise wurde bei diesem Foto dann unten nicht der Hinweis von dem Urheber mit veröffentlicht. Das hat die Automatisierungssoftware nicht gemacht und da habe ich dann gleich eine Abmahnung gekriegt, dass ich dieses Foto genutzt habe, ohne den Urheber von dem Foto mitzunennen. Das Gerichtsverfahren oder das Verfahren ist noch nicht beendet. Ich werde mal sehen, ob ich da was zahlen muss. Idiotisch ist das allemal. Aber im schlimmsten Fall kann sowas natürlich bei der Automatisierung auch passieren, denn Sie haben dort dann letztendlich, wenn es einmal eingerichtet ist, wenig Einfluss darauf, was gesendet wird. Mein Vorgehen in 5 Schritten, um Content zu kriegen und Content zu finden. Über Google Alerts lasse ich mir nach verschiedenen Suchwörtern die Artikel anzeigen. Diese Artikel lasse ich mir von Google Alerts bei dem Programm Feedly auflisten. Da gucke ich alle paar Tage einmal rein und habe eine Liste von vielleicht 100 Artikeln in Überschrift, die ich da pro Tag mir einmal kurz überfliege. Die Artikel, die mich interessieren, die klicke ich an. Entweder ich lese es selbst, weil es mich wirklich interessiert, oder ich sage, das ist etwas für meine Gefolgschaft. Dann klicke ich dort auf das Hootlet und wähle die Netzwerke aus, auf die es gepostet werden soll. Ich habe 4 Twitter-Accounts und der 5. Twitter-Account, der ist mit Facebook verknüpft. Dort wird dann deutlich weniger, also nur jeder 5. oder jeder 6. Post
geht auch an Facebook. Das ist hier unten. Dort habe ich automatisiert, dass von diesem einen Twitter-Account alles, was dort geschrieben wird, geht auch zu Facebook. Und andere Twitter-Accounts habe ich mit IFTTT verknüpft, sodass, wenn es in dem einen gesendet wird, in meinem Hauptaccount DeutschTwit, dann geht es auch an 27 andere Twitter-Accounts automatisch mit raus. Und so setze ich mich dann einmal eine halbe Stunde alle 3 Tage hin, wähle die passenden Artikel, sortiere sie in den Tagesablauf bei Hootsuite ein. Das kann ich dann hier über Post Later machen, sodass ungefähr jede Stunde irgendwo ein Post auf Twitter herausgeht und zwischendurch sind dann eben meine eigenen Blogartikel und meine Eigenwerbung-Posts. Zusammenfassend, wenn Sie Profile erstellen, stellen Sie die auch vernünftig ein, wenigstens einmal sich Zeit nehmen, alles auszufüllen. Sehen Sie zu, dass Sie überall Ihre Footsteps hinterlassen. Die Inhalte können Sie automatisiert erzeugen und dann auch automatisiert teilen. Leiten Sie nicht direkt auf Verkaufsseiten, sondern auf Ihre Opt-in-Seite oder auf eine Blogartikel. Fangen Sie an, Kontakte und Leads zu sammeln, damit Sie dann über E-Mail-Marketing näher an den Kunden herankommen und aus dem Kunden einen Interessenten und einen Käufer machen. Automatisierungsprogramme sind zwingend erforderlich, wenn Sie Einzelkämpfer sind und einfach Zeit sparen wollen und stupide Routineaufgaben automatisiert erledigen lassen. Und auf dieser Seite cashflow.docgoy.com finden Sie die ganzen Unterlagen, die ganzen Links und auch ein spezielles Angebot, wie Sie mehr Traffic erhalten von mir. Klicken Sie einfach da drauf, schreiben Sie sich das ab und dann können Sie sich die Folie noch einmal in Ruhe anschauen und die Links abarbeiten und die Automatisierungsprogramme nutzen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Erfolg. Mein Angebot an Sie: Nutzen Sie Traffic Mailer, um deren Mitglieder über interessante Mails, die Sie schreiben, über diese Solo-Mails, die dann auf eine Opt-in-Seite leiten, aus den Viral-Mailern in Ihre eigene Liste zu überführen. Wenn auch Fragen sind, auf der Seite cashflow.docgoy.com finden Sie auch Kontaktmöglichkeiten mit mir über Skype, über E-Mail oder telefonisch, können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier auf dem Cashflow Day zu dem Thema Social Media Marketing, ja oder nein. Für mich eindeutig ein Ja, wenn Sie es richtig einsetzen an den richtigen Stellen und richtig dosiert. Und der allerletzte Hinweis von mir: Lassen Sie sich nicht stressen von den ganzen Facebook-Posts, von den ganzen Twitter-Sachen, vom ganzen Internet-Marketing und vom Leben überhaupt. Gönnen Sie sich ab und zu auch mal eine Auszeit. Ein gesunder Mittagsschlaf beugt Krankheiten und Burnout vor. Und damit gute Nacht und bis zum nächsten Vortrag. Ihr Doc Goy. Tschüss.